Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe was ganz Tolles heute hier. Ich bin richtig froh. Ich habe nämlich auf eBay das hier ersteigert. MS-DOS 5 für DOS-Systeme. Die Diskettengröße ist auf dem Karton auf Kleber. 3,5 Zoll Disketten, 22.01.1992. Habe ich ersteigert auf eBay für satte 15 Euro. MS-DOS Complete in Box. Neuwertig. Also die Außenbox hier ist nicht mehr ganz so neuwertig. Tatsächlich, die ist, hat schon ein bisschen, ist ein bisschen eingedatscht. Aber ansonsten, ja, die komplette Box. 15 Euro habe ich dafür bezahlt. Ist ein guter Preis, denke ich. Ist ein guter Preis. Kann man wohl mal machen. So, genau, hier oben die Lasche. Ah, wir gucken uns vorher mal die Verpackung an. Also wie gesagt, MS-DOS 5 für OEM-Systeme ist das hier. Na, kriegt das scharf? Ja, OEM only. Ja, das war dann für die Hersteller von Fertig-PCs oder so, die das dann gekriegt haben. Oder so, ne, zum auf ihren PCs laden. Genau, hier ist einmal quasi, dass das Original ist. Dann haben wir die Hinweise auf der Rückseite sind unbedingt zu beachten. Dann hier noch ein Sticker, dass das Original ist. MS-DOS 5. Und hier steht ganz viel bla. So, Microsoft MS-DOS Betriebssystem Version 5.0 ist die wichtigste Version des MS-DOS Betriebssystems, die Microsoft in den letzten Jahren entwickelt hat. Die Version 5.0 vereinfacht in hohem Maße die Handhabung von DOS und stellt ihren Anwendungen mehr Speicher zur Verfügung als ältere Versionen von DOS. Sternchen. DOS, wie hier verwendet, bezieht sich auf die Betriebssysteme MS-DOS und PC-DOS für IBM-Systeme. So, ja, gut. Hier steht ganz viel bla. Brauchen wir alle nicht, haben wir keine Ahnung von. Machen wir jetzt einfach auf. Zack, wie gesagt, 15 Euro. So, das ist in the Box. Ne? Das hier befindet sich in der Box. Hier in so einem schönen Pappkarton. Kann man so schön aufklappen. Ne? Dann haben wir hier das Benutzerhandbuch. Das macht den größten Teil der Verpackung auf. Das ist Benutzerhandbuch und Referenz. Hier ist auch das Dingssiegel. Und ja, würde ich mal sagen, das ist ein Benutzerhandbuch, ne? Ja, etwas über 800 Seiten. Das ist ein Roman, also wer das mal lesen will, kann das machen. Ich mach's nicht. So, dann haben wir hier die License Agreement, dazu kommen wir gleich. So, eine Einführung. MS-DOS, eine Einführung. Das ist quasi ein kleines Heftchen. Ja. Genau, so ein kleines Quick-Start-Guide, ne? Dann License Agreement, also Software-Lizenzvertrag. Ja, gut. Und Werbung. Dass man auch schön sein Geld bei Microsoft lässt. Genau, ganz wichtig. Zack. Hat man ja streng genommen eigentlich jetzt sowieso schon getan, weil man ja MS-DOS gekauft hat, aber gut. Das hatten wir noch nicht. Hier ist noch ein bisschen was. Was haben wir denn hier? Bundesrepublik Deutschland. Na, kriegt er das scharf? Wenn Sie Ihr Microsoft-Produkt... Warte kurz. So, wenn Sie Ihr Microsoft-Produkt in der Bundesrepublik Deutschland, in der Schweiz, in Österreich oder der Liechtenstein gekauft hat, in Liechtenstein, gekauft haben, befindet sich der für Sie gültige Lizenzvertrag auf Seite 5. Ach so. Nee. Gut. Attention. Gut. Ja.
Gut. Hier haben wir eigentlich das Wichtigste. MS-DOS 5.0 mit einem Manufacturing Date vom 21.01.1992. Ist also noch relativ aktuell. Drei Disketten. Ich glaube, das sind auch. Ich weiß nicht, ob das drei Disketten sind oder ob welche hier jetzt fehlen, aber so neu wie das hier alles wirkt, denke ich mal, das ist komplett alles. Ich kann mal versuchen, das mal zu installieren auf einer VM über einem USB-Diskettenlaufwerk. Kann man das ja alles heutzutage machen. Genau, was haben wir denn hier? Diskette 1, Setup für DOS-Systeme, Version 5.0. Ja, und Diskette 2, Diskette 3. Mehr ist das nicht. Ist halt eine Diskette, ne? Hier haben wir das Magnetband. Standard-Diskette, 3,5 Zoll. Genau, das ist eigentlich so grob MS-DOS. Ich sag mal, das ist, also ich bin echt begeistert. Also 15 Euro habe ich bezahlt plus 7 Euro Versand, aber das ist auch egal. Wahrscheinlich, weil das hier so schwer ist. Das wiegt allein schon über 2 Kilo bald. Das ist wie neu. Also das ist echt, außer jetzt mal von der Außenverpackung abgesehen, das ist wie neu. Also das ist quasi Mint Condition. Wer dazu mehr hören will, ich nehme jetzt die Tage heute oder morgen mal meinen Podcast wieder auf. Die zweite Folge kann ich nur empfehlen. Auch die erste Folge zu hören. Ansonsten haben wir hier MS-DOS. Ein klassisches Betriebssystem, tatsächlich. Also bevor es überhaupt noch Windows gab. Beziehungsweise das erste Windows lief dann unter DOS. Ich glaube, Windows XP lief auch noch teilweise unter DOS. Beziehungsweise hatte das irgendwie noch mit eingebaut. Oder Unterstützung zumindest dafür. Heutzutage braucht man das nicht mehr. Es ist quasi das CMD als Betriebssystem komplett ohne, also ohne grafische Oberfläche, wie Linux. Also nicht wie Linux Mint oder Ubuntu, sondern wie Linux, reines Linux, ne, textbasiert. Gibt es heute noch, heißt nicht mehr MS-DOS, sondern Linux. Ist auch nicht von Microsoft, sondern, ne, aber gut. Eigentlich sollte aber auch jeder MS-DOS kennen. Ne. Ist Backgammon ausgewählt? Hier hinspringen. Okay, was macht man hier? Auswählen eines Spiels. Ach so, okay. Naja, gut. Das soll es gewesen sein von MS-DOS 5.0 im Unboxing. Ich bin ziemlich happy. Für 15 Euro kann man, glaube ich, nicht meckern. Das ist geiler Deal gewesen. Und ja, das war's. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, wir packen was aus. Vielleicht, ich habe noch ein Video über gefälschte Pokémon-Karten, das ich schneiden muss. Das kann kommen. Oder auch nicht, wenn ich Lust habe. Wenn ich Lust habe, ja, wenn ich nicht Lust habe, dann nicht. Sehen wir mal. Bis dann und tschüss.